Servus, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Uhrenkiste. Es wurde ja jetzt schon ein paar Mal gewünscht, dass ich meine komplette Uhrensammlung zeige. Und ich habe es mir eigentlich schon länger vorgenommen, aber dann kam jetzt der Umzug so ein bisschen dazwischen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt ist doch eigentlich der perfekte Moment, wo ich alles mal so ein bisschen runtergeschraubt habe, um euch einfach mal so meine Base-Sammlung zu zeigen. Das sind die Uhren, die ich besitze, die auch in meinem Besitz bleiben werden. Hoffentlich. Ja, und heute gibt es also ein Video zu meiner Uhrensammlung. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Alright, oh baby, just hold tight. We're up at the moonlight. Believe in the magic. On sight. Zuerst einmal wird wahrscheinlich vielen auffallen, dass ich so viel mehr Uhren gezeigt habe, als ich jetzt eigentlich besitze. Das hat eigentlich ja mehrere Gründe. Zum einen bekomme ich natürlich des Öfteren mal eine Uhr von einem Hersteller zugeschickt, den ich auch selbst anfrage. Also die Anfragen kommen zu, sagen wir, 99% von mir, dass ich den Hersteller frage, ob ich eine Uhr für euch, aber auch natürlich für mich, testen darf. Und die muss ich dann natürlich zurückschicken. Die darf ich leider nicht behalten. Deswegen sind da sehr, sehr viele Uhren, die mir mega gefallen haben, die ich wahrscheinlich auch selbst kaufen oder die ich auch selbst kaufen würde. Nicht hier, weil ich sie einfach zurückschicken musste. Und statt mir die Uhr dann zu kaufen, kaufe ich dann natürlich lieber eine andere, um euch da doch lieber ein breiteres Portfolio zeigen zu können. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich des Öfteren mal eine Uhr verkaufen muss, um mir einfach eine andere kaufen zu können, weil ich kann nicht immer alle Uhren horten und mir dann neue kaufen und weiter horten und neue kaufen. Nein, das ist bei Sammlungen meistens so, dass man dann Uhren, die man weniger trägt, dann auch mal wieder verkauft. Ich denke, jeder, der irgendwie mal was sammelt oder so, der kennt das einfach. Da werden dann einfach mal Uhren verkauft, damit man sich eine neue kaufen kann. So ist das dann ganz einfach. Meine Sammlung ist jetzt noch nichts Weltbewegendes, super Teures oder so. Das sind einfach Uhren für mich, die ein bisschen Geschichte auch beinhalten und für mich einen gewissen Wert haben, die ich einfach auch gerne trage und also Sachen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten und zwar meiner Smartwatch. Ich benutze, da ich ein iPhone auch habe, eine Apple Watch, in diesem Falle ist es sogar noch die Series 1. Wer fleißig zugeguckt hat, der weiß, ich hatte auch mal die Series 2 Nike Edition, habe mich aber letztendlich dafür entschieden, bei der Series 1 zu bleiben, weil mir der effektive Nutzen von der 2er zur 1er nicht groß genug war, dass ich sagen würde, okay, der Kauf hat sich jetzt irgendwie gelohnt, sondern habe die dann wieder verkauft und bin bei meiner 1er geblieben. Ich muss jetzt sagen, es ist meiner Meinung nach nicht die beste Smartwatch, aber es ist einfach die beste Smartwatch für ein iPhone. Deswegen bin ich da dran kleben geblieben. Die Samsung Gear S3 und die Garmin Fenix, die haben mir auch super gefallen. Hätte ich auch am liebsten behalten, aber die Nutzung war einfach eingeschränkt. Deswegen bin ich bei meiner Apple Watch Series 1 geblieben, die ich auch immer noch sehr gerne im Alltag trage, um einfach aktuell in meinen Benachrichtigungen zu bleiben. Für diejenigen, die mein Video gesehen haben über meine ersten Uhren, die kennen jetzt vielleicht schon ein paar Uhren, die ich zeigen werde. Wir fangen an mit meiner Bastleruhr. Das ist eine, ich glaube, 20 Euro Aldi-Uhr, diese hier. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft und das ist irgendwann einfach nur noch meine Bastleruhr geworden. Da habe ich so ein bisschen geübt, Batteriewechsel, Bandwechsel und für mich war es einfach praktisch, eine Uhr zu haben, an der ich ein bisschen üben kann und auch ein bisschen rumbasteln kann. Deswegen ist das einfach meine Bastleruhr geblieben. Müssen wir, denke ich, nicht lange drum rumreden. Weiter geht's dann auch schon mit meiner allerersten Uhr, die ich mir von meinem eigenen Geld geholt habe, eine Casio Edifice. Hier gefällt mir eigentlich dieser Breitling Navi Timer Look mit der Lünette, die man drehen kann. Die ist aber jetzt auch schon lange stehen geblieben, benutze ich eigentlich oder trage ich nicht mehr. Ist aber einfach noch so ein Sammlerstück von mir geblieben, die einfach so ein bisschen Geschichte beinhaltet und mich daran erinnert, wie eigentlich so mein Uhren-Fable angefangen hat. Als nächstes kommen wir zu meiner ersten Automatikuhr. Das war ein Geschenk meiner Freundin zum Geburtstag an mich. Eine Automatikuhr von Christ. Ich habe die im Schaufenster gesehen, fand die schön wegen der schicken Form und ja, so ist die in meinen Besitz gekommen. Die trage ich heute auch noch sehr, sehr gerne. Finde ich, hat einfach einen schönen, eleganten Look.
lässt sich angenehm im Alltag tragen und gefällt mir immer noch gut, dass man einfach schön ins Werk reingucken kann. Ist bei der Uhr einfach super gelungen und die wird auch auf jeden Fall in meinem Besitz bleiben. Jetzt kommt eine Uhr, die ich so überhaupt nicht mehr trage, die eigentlich auch noch nur noch Sammlerwert für mich hat. Wobei Wert jetzt auch eher, sie hat eigentlich keinen Wert. Eine Meine. Wer von Anfang an dabei ist, was wahrscheinlich nicht so viele sein werden, das war meine erste Uhr, über die ich ein Video gemacht habe, mit der quasi mein Kanal angefangen hat. Ein totaler Hublot-Fake, inzwischen auch stehen geblieben. Die habe ich damals in China bestellt, habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt echt so einen Kanal mache, dann fange ich doch einfach mal damit an, mache mal so einen Test und schau einfach mal, wie es läuft. Ich muss persönlich sagen, Video kann ich mir gar nicht mehr so angucken, brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Die ist einfach nur in meinem Besitz geblieben, um einfach mich daran zu erinnern, wie das Ganze hier angefangen hat. Dann machen wir mal weiter mit einer Automatikuhr, die ich auch noch sehr gerne häufig im Alltag trage. Eine Psycho 5 Sport. Da habe ich noch ein Zulu-Band dran gemacht. Dieses bekannte James Bond Zulu-Band, finde ich, hat auf die Uhr wirklich richtig gut gepasst. Die Uhr hat immer noch einen, wie ich finde, sportlichen Look. Das Ganze natürlich mit dem wirklich für den Preis guten Automatikwerk. Trage ich gerne im Alltag, finde ich, macht einiges her zu gewissen Outfits und die wird auf jeden Fall auch immer in meinem Besitz bleiben, weil ich die einfach gerne trage. Sie sportlich aussieht und einfach was hermacht. Weiter geht's mit einer Uhr, die ich auch eher selten trage, und zwar eine TW Steel CEO Tag. Die habe ich mir geholt, weil ich eigentlich auf dieses gewaltige Design von dieser Uhr stand. Die hat natürlich so einen gewissen Hublot-Anmaß. Ich will jetzt nicht Fake oder Nachmache oder irgendwas sagen, auch nicht Hommage. Es ist schon ein bisschen eigener Stil, aber mir hat das einfach gut gefallen. Ich fand die sah stylisch aus, nicht zu krass auftragend, aber durch die Größe und das Gewicht und alles immer noch sehr präsent am Handgelenk. Trage ich jetzt aber nicht allzu häufig, ganz einfach aus dem Grund, weil die Uhr mit der Zeit im Alltag doch schon etwas schwerer am Handgelenk wird. Die Uhr hat mich aber auch schon sehr lange interessiert, deswegen bleibt die auch in meinem Besitz. Fand ich super, die Uhr, und ich schaue sie mir immer noch gerne an. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsmarken, und das ist Tissot, und das ist diese Tissot PRS 516 mit Quarzwerk. Die hat mir einfach super gefallen wegen dem tollen sportlichen Look. Ich wollte eigentlich erst ein anderes Band dran machen, musste aber am Ende doch feststellen, dass das Metallarmband, das Edelstahlarmband einfach besser aussieht und besser passt, und deswegen ist sie so geblieben. Das ist einer meiner Uhren, die ich wirklich sehr, sehr häufig trage. Also eine fast schon meiner Lieblingsalltagsuhren. Sie ist nicht zu auftragend, sie passt zu fast jedem Outfit, außer jetzt vielleicht irgendwie einen eleganten Abend, irgendein Business-Event oder sowas. Weiter geht's mit dieser Uhr. Das hier ist eine Casio Edifice EQB 500. Das war auch ziemlich am Anfang meines YouTube-Kanals, die habe ich mir geholt, die habe ich in der Werbung gesehen und fand es sehr interessant, dass man die mit dem Handy koppeln konnte, über Bluetooth verschiedene Sachen einstellen konnte und die trotzdem simultan zum Handy läuft. Ich finde auch gerade dieser Kontrast zu dem dunklen Ziffernblatt und dem grün-gelben Sekundenzeiger und den Markierungen wirklich schön. Ich gucke die Uhr mir gerne an, gefällt mir richtig gut und auch einer meiner Alltagsuhren, die ich gerne in der Freizeit oder sonst irgendwie im Alltag trage. Jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsuhren, und das ist diese hier, eine Steinhardt Ocean One Green. Sehr beliebt überhaupt in der Uhrenszene. Steinhardt, toller Hersteller, macht Schweizer Uhren, auch in der Schweiz produziert, komplett Swiss made. Ein sehr gutes Automatikwerk, und mir gefällt der Look mit dem braunen Lederarmband, was ich dran gemacht habe, zu dieser grünen Lünette wirklich sehr gut. Wir haben hier natürlich einen
Rolex Submariner Hommage. Genauer zu sein, eine Hommage an diese Hulk Rolex Submariner. Obwohl es nur eine Hommage ist, gefällt mir der Look einfach gut und genau deswegen habe ich mich für die Uhr entschieden und ich trage sie einfach sehr, sehr gerne. Sie sieht einfach super am Handgelenk aus und gerade mit der grünen Lünette ist es einfach ein Blickfang am Handgelenk und deswegen ist sie auch eine meiner Lieblingsuhren. Nähern uns auch langsam schon dem Ende, was natürlich nicht fehlen darf, eine G-Shock. Das ist eine Einsteiger-G-Shock, die GA100. Die hatte ich zu einem Sportevent, einem Hindernisparcourslauf, nennt sich CrossFit oder ich glaube inzwischen heißt es sogar Xletics. Die ist noch ein bisschen verdreckt, aber die erinnert mich immer an den Lauf, an die vielen Challenges, die da waren und so Sachen. Deswegen, die hat übrigens den kompletten Lauf durchgehalten, läuft auch immer noch ganz normal. Und deswegen bleibt auch die in meiner Sammlung und ja, erinnert mich wie gesagt an den Lauf. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Uhr und das ist meine Bulova Space Watch. Hier war der Vorgängermodell dieser Uhr, also was heißt Vorgängermodell, die Uhr im Weltall, die das als Nachbau am Ende geworden ist, also die Original Bulova Space Watch. Das hier ist der sogenannte Nachbau davon. Mir gefällt hier der sehr tolle Look und auch hier diese Drücker, die nicht einfach diese typischen Drücker wie bei Uhren sind, rund, sondern hier mehr wie so eine Wippe. Und auch sonst das Armband dazu, die ist einfach eine tolle Alltagsuhr, hat ein sehr präzises Quarzwerk und gerade das macht die Uhr für mich auch zu einer sehr guten Alltagsuhr, die ich gerne trage, die ich gerne angucke und ja, die ich denke jetzt auch nicht so schnell wieder zu verkaufen. Das war jetzt mein kleiner, aber feiner Einblick in meine Uhrensammlung. Die wird demnächst natürlich wieder wachsen. Es werden Uhren dazukommen. Ich werde natürlich immer wieder neue Uhren testen für euch und euch zeigen. Und ja, vielleicht gibt es dann in einem Jahr wieder ein neues Video zu meiner dann aktuellen Uhrensammlung, dann könnt ihr vergleichen, was hat sich seitdem geändert. Ich bin auch sehr gespannt, wie weit sich meine Sammlung verändern wird und das war es jetzt auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, über einen Kommentar und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, haut rein!